Hallo allerseits, heute am Sonntag, den 19. Juli 2022. Gegenüber vom Space Hotel, weiß jeder, ist das Terminal 21. Ja, und das ist hier die Veranstaltung heute von Toyo Tires, präsentiert Pattaya Cars on Flight. Bis heute Abend 22 Uhr hier am Terminal. Dort gibt es heute am Sonntag eine Autoshow mit 2 Fahrzeugen, jede Menge, und hier unterm Flieger am Terminal 21 stehen alle anderen. Das schauen wir gleich noch mal etwas näher. Ja, ein kleiner Toyota, ich glaube, das ist ein Yaris. Sieht erstmal unscheinbar aus. Aber natürlich mit Haufen Sound ausgestattet. Schöne Anlage hier. Was das hier ist, keine Ahnung. Aber davon sehr viel. Außen irgendwie Gas oder Hydraulik. Auch hier wahrscheinlich irgendwas mit Hydraulik. Ja, und natürlich auch schöne Farben hier. Eine super knallige Farbe, die gefällt mir sehr gut. Hier auch, wie man sieht, hinten vollgepackt mit Soundtechnik. Diese Farbe sehr interessant. Ein metallic Ton irgendwie. Deutsches Auto, kennt sicherlich jeder von euch, als Coupé, super Felgen, irgendwie alles sehr engkarrig, den Eindruck. Volvo, glaube ich, da drüben, ne? Schönes Rot hier, dieser, ja, das ist Toyota. Der hier liegt ja sehr tief irgendwie. Und ich muss da eine Brücke schlagen zu meinem Video, was ich vor einigen Tagen oder ein, zwei Wochen gemacht habe, das erste Schneeräumfahrzeug. Hier ist quasi die ganze Flotte der Schneeräumfahrzeuge. Wir haben hier alle diese, ja, großen Schneeschieber vorne dran. Ja, hier hinten auch eine sehr schöne Farbe. Schönes Rot. So, hier ein weiteres deutsches Fahrzeug. Interessante Farbe. Ja, hier haben wir mal einen Blick in den Motorraum. Hat sogar auch noch viel Platz hier. What? Und hier? Nette Mopeds. Oh, sehr interessant. Ja, hier auch nochmal eine interessante Farbe. Café Bangkok.
hier was ganz Schönes hier. Bangkoker Nummer 1955. Buick. Und hier ein, was ist das? Ein Galaxy. Linkslenker. Und hier noch ein paar Autos aus der etwas teureren Preisklasse, denke ich mal. Ein Nissan, auch gut für Selfies sowas. Ein Lamborghini. Nismo, Fair Lady Z, was auch immer das für eine Marke ist. Nissan Skyline und ein Audi 80. Ja, das Auto erinnert mich ein bisschen an frühere Zeiten, wo man so diese Urlaubsfahrten gen Italien mit Dachgepäckträger, alles drauf, wenn es geht auch noch ein Fahrrad drauf. Und dann ging es ab an Gardasee oder bei uns Ossis auf nach Rügen. Und schönes Blau. Ja, es ist gar nicht so einfach mit solchen Autos hier eben eine kleine Unebenheit zu überwinden. Da muss ein ganzes Team dabei sein und einweisen. So. Diese kleine Schräge wurde ihm fast zum Verhängnis hier. Ja, auch der nächste hat ein bisschen Probleme hier hochzukommen. Ja, und da ist ein kleiner Oldtimer mit sehr interessanten Leuchten. Interessante Details, aber leicht rostig. Leicht rostig. Und was ist das für einer? Keine Ahnung. Aber hier haben wir das Expertenteam. Das ist, was für ein Baujahr, Tom? Keine Ahnung. Etwa. Letzte Jahrtausend auf jeden Fall. Die Farbe ist auf alle Fälle Inari Silber, auch wenn es grün aussieht. Was? Nazi Silber? Inari Silber. Hat mein Audi auch. Ja, das ist ein Oldtimer für mich. Oder Klassiker, wie man sagt. Hier ein alter Volvo.
And also the VIPs from Pattaya are here. Can come, Chris and family. Hello. Where your car? Huh? Over there, the white one. Yeah. See you tomorrow. No. Tomorrow in City Hall. Oh. Okay. Да, я такой.